Es geht also um Erinnerungen und so mache ich mit älteren Menschen auf ehrenamtlicher Basis eine Biografiearbeit. Das heißt nicht, dass wir ein Buch schreiben wollen, sondern es geht um Erinnerungen. Und da merkt man die Unterschiede der Erinnerungen der verschiedensten Leute, an was sie gar keine Erinnerung mehr haben, was sie einfach vergessen, verdrängt haben oder was sie vergessen wollen, die Erinnerung streichen möchten, was man natürlich nicht so ohne weiteres bewusst kann. Je länger man diese Erinnerungsarbeit oder Biografiearbeit mit ihnen macht, desto leichter geht es, dass sie sich leichter erinnern. Der eine erinnert sich an etwas ganz Wunderschönes, an eine wunderbare Reise ans Meer oder in die Berge oder wohin. Dann sagt er, oh ja, ich erinnere mich auch. Das war auch damals schön mit meinem Mann oder mit diesem Freundeskreis oder was auch immer. Meistens ist es so, dass die Leute schöne Erinnerungen preisgeben. Und die Erinnerungen, die nicht so gut sind, die behalten sie für sich oder die sind nicht mehr wichtig. Außer bei Kriegserlebnissen. Wenn man Menschen trifft, die mehr als 70, also sagen wir mal mehr als 75 sind, die dann noch wirkliche Kriegserlebnisse haben, die so einschneidend sind, dass man sie in seinem ganzen Leben nicht vergisst, bei Männlein oder Weiblein. Und das ist das Erstaunliche, das müssen ganz erschütternde Geschichten gewesen sein, hört man ja, was sie so erzählen, dass die nicht gestrichen werden. Was sie so in ihrem persönlichen Leben, in einer Ehe oder in einer Freundschaft an unguten Dingen erlebt haben, das fällt gar nicht mehr ins Gewicht. Nur noch das wirklich Schwerwiegende oder eben das Gute. Und es ist schön, wenn man die Menschen reden hört, wenn sie sich an etwas Schönes erinnern. Der Gesichtsausdruck ändert sich, die Körperhaltung ändert sich, die Menschen werden eigentlich liebenswerter und schöner, wenn sie sich an schöne Dinge erinnern. Das spiegelt sich in ihrem gesamten Äußeren wider. Und das ist eigentlich schön zu sehen, deswegen macht mir diese ehrenamtliche Arbeit Spaß. Das heißt, es gibt mir etwas. Und wenn ich etwas bekomme, dann kann ich auch gut etwas abgeben. Dann kann ich auch Menschen, die nicht so mehr ganz bei Verstand sind, an die Hand nehmen und mit ihnen singen. Und das ist auch schön, wenn man sieht, die Freude in den Augen sieht. Wenn man die Menschen sieht, wenn die ganze Schiene über Gefühle läuft. Denn im Alter finde ich wichtig, dass nicht nur alles über den Verstand läuft. Es sind nicht alles Einsteins. Es sind ganz normale Menschen, die eher in ihrem Leben geistig nicht so hoch gefordert wurden, ergo ihren Geist oder ihren Verstand nicht so ausgebildet haben. Es sind normale Menschen und mit denen kann man sehr viel über Gefühle machen. Und das finde ich sehr, sehr schön und deswegen mache ich das so gerne. Und das kann man bei alt und jung erleben, indem ich also diese Arbeit mache, kann ich sehr viel in mein Alltägliches mit bringen. Wenn ich in der U- oder in der S-Bahn jemanden freundlich frage, ist mir neulich passiert, hatte eine Einladung zum Zirkus Krone, da hatte ich eine Karte bekommen und ich saß in der U-Bahn, nee, in der S-Bahn saß ich und da fragte ich einen Mann, wie komme ich denn, neben mir einen jungen Mann, vielleicht 30, wie komme ich denn da am besten hin? Mit dem hatte ich die ganze Fahrt ein so nettes Gespräch, der ist mit mir ausgestiegen und hat mich zum Zirkus Krone gebracht. War abends. Und das finde ich toll. Und da sagt man immer, die Leute kümmern sich nicht umeinander. Einer muss den Anfang machen. Und wenn keiner den Anfang macht, sitzt jeder mit Ohrstöpseln da und fummelt an dem kleinen Apparat herum, furchtbar spannend, aber total blöde.
und alle reden nicht miteinander. Und ich habe eben festgestellt, wenn ich den Anfang mache, einer muss es, also mache ich es, wenn ich das will, dann geht es sehr gut. Und das finde ich interessant, was ich alles in meinem Leben gelernt habe. In jungen Jahren habe ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Da denkt man, man bleibt ewig schlank, man bleibt ewig jung und man bleibt ewig begehrenswert. Ist aber nicht so. Und deswegen muss man andere Schwerpunkte finden. Ich sage bewusst muss und nicht sollte, denn wer das nicht hat, wer das nicht muss, ist wirklich ein einsamer, ungeliebter Mensch. Und das ist eigentlich sehr schade. Und da geht es wieder auf Gefühle. Wenn ich mich ungeliebt fühle, fange ich ja nicht an, Liebe zu vergeben oder zu verströmen, oder? In jungen Jahren hat man natürlich andere Ideen, was den Ausdruck Liebe oder Zuneigung betrifft. Hat man andere Ideen. Aber jetzt kann man, beinahe wie Jesus, von Liebe sprechen. Liebe zu den Menschen. Man muss nicht jeden lieben. Es gibt ein paar Blödmänner, denen gehe ich aus dem Wege. Aber Liebe zu den Menschen. Und das ist eigentlich eine Sache, die man für sich tut. Und die Basis wird im Elternhaus oft gelegt durch... Ja, Liebe, die das Kind empfängt oder eben nicht. Ja. Das ist eine sehr gute Basis, obwohl in meiner Zeit oder früher, als 1940 herum, kamen die Kinder auf die Welt, ob sie wollten oder nicht. Es waren nicht immer nur gewollte Kinder. Aber wenn sie dann da waren, dann hat man sie trotzdem geliebt. Manche wurden mehr und manche wurden weniger geliebt. Und Kinder, die eben viel geliebt wurden, das kann ich also von mir behaupten, ich war ein viel geliebtes Kind, nicht nur von meiner Mutter oder von meinen Eltern und von der Verwandtschaft, auch von anderen Menschen. Meine Mutter sagt immer, wenn ich durch die Straßen ging, mir flogen überall die Herzen zu. Das ist nicht bei jedem Kind, das ist auch eine Veranlagung. Und insofern nimmt man viel mit fürs Alter. Und deswegen stört mich das Alter nicht. Ich kann ruhig sagen, ich bin über 70. Na und? Macht doch nichts, oder? Was soll das? Ich kann das wirklich mit fröhlichem Herzen behaupten. Mir geht es gut, ich bin über 70 und ich habe noch Wünsche und Pläne und Ziele und eine ganze Menge. Und wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen, dann werde ich dir erzählen, lieber Nico, welche von meinen Wünschen in Erfüllung gegangen sind. Denn ich wünsche mir noch einen offenen Sportwagen. So!